Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddybären Bande. Heute ist wieder eine neue Folge Starcraft 2 mit dem Muddybären mit mir gegen Protoss mit Protoss auf 16 Bitterlee. Ja, nach der Zeit von dem letzten Spiel. Ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel war super und dann kommen Kreuzer. Ich hasse Kreuzer. Ach, gegen Protoss. Ja, gegen Protoss. Protoss sind scheiße. Ich hasse Mirror Matches. Das ist noch schlimmer als gegen Terraner spielen. Ja, weil in letzter Zeit Cannon Rush, Cannon Rush, Cannon Rush, Cannon Rush. Immer Mirror Matches. Es ist einfach nicht mehr schön. Deswegen gehen wir früh scouten. So, wir machen auf jeden Fall ein Doppel-Gate Opening gegen Protoss. Damit wir safe sind. Und gucken gleich mal, ob ein Cannon Rush steht. Ne, zum Glück nicht. Doppelgas, alles klar. Also alles noch nicht so weiter wild. Also vielleicht eine Echse nehmen. Wenn keine Echse nimmt, nehmen wir nicht, nee, seine Bude aus. Okay, doch geht. Doppelgas hat noch keinen Kern. Jetzt kommt der Kern. Ist halt alles offen, schön. Und wenn wir gleich mit Adept noch pushen. Und nehmen den nächsten. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gibt's E-Flieger gegen uns, also. Die Schlacht wartet. Hat er irgendwas gebaut, aber ich weiß nicht was. Zwei Stalker hat er gebaut. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Vorwärts! Hor Salah! Wir dienen mit Stolz. Ja, mal reingucken, nur ein bisschen. Nur ein paar Drohnen. Die Templer rücken vor. Ich weiß nicht, ob der nächste genommen hat, aber ist auch egal. Wir sind eins mit den Schatten. Ich weiß nicht, ob er vielleicht doch kommt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Soll ich ein bisschen stressen mit dem Orakel? Müssen wir gucken, was er macht.
zwei Fliegerbases. Schon eine Exa. Teleportation erfolgreich. Es ist vorherbestimmt. Standard ist jetzt alles. Der Weg ist klar. Archons. Was hat er noch so schönes? Archons. Archons, Archons, Archons. Okay. Das Problem mit Archons sind auch gegen Voids. Gebt uns einen Auftrag. Für den Ruhm. Hier müssen zusätzliche Pylonen. Prismania, ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist hier? Der Tacklerschein habe ich aber nicht gesehen, oder? Nee. Erfolgreich. Habe ich denn eigentlich so wenig Pylonen heute, ey? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Schlacht wartet. Scouten, ganz wichtig. Definitiv Blinkstalker. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt ein All-In draus. Nur so ein paar Void Rays. Energie bei. Warum habe ich eigentlich so einen hässlichen Aufbau? Können wir das mal einer verraten? So, wir warten jetzt aufs Warp-Prison und dann geht's los. Nicht genügend Energie. Mineralienfeld erschöpft. Dies müsst ihr in einem mein Leben für Ajur. So, brauchen wir noch ein paar Pylonen. Das Zeitwind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. So, mal gucken, was er hat, ob es reicht. Sie alle kreisen.
muss meine Voids. Voids aktivieren. GG! Ha! Ja, wie gesagt, Protoss ist ein bisschen Coinflip. Am schlimmsten ist einfach, wenn Protoss Cannon Rush macht. Also, das ist der absolute Hass für mich. Ohne Scheiß. Also, das ist einfach, keine Ahnung. Ich möchte es selber nicht spielen, aber wenn man Cannon Rush macht, ist man auf jeden Fall nicht hinten. Das ist einfach nervig. Auch wenn man alle Gebäude verteidigt, man hat echt damit Stress zu tun. Man hat zu wenig Ressourcen, dann sich weiter zu aufzubauen und. Der Typ, der Cannon Rush macht, ist nicht hinten. Und safe. Na gut, genug zu dem Thema. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Modibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Modibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschüss, tschüss.